Auf diesen Moment haben viele lange gewartet. Rudi Assauer kommt und will erstmals öffentlich im Fernsehen über seine Demenzerkrankung reden. Hinter den Kulissen ist die Anspannung greifbar. In wenigen Minuten wird Rudi am berühmten Frühstückstisch von volle Kanne sitzen. Prominente gehen hier täglich ein und aus. Doch das heute ist auch für Moderator Ingo Nommsen was Besonderes. So etwas hat es im deutschen Fernsehen noch nie gegeben, dass ein so prominenter Mensch mit Alzheimer sich so öffnet. Und es ist eine große Ehre, dass er das hier bei uns tut. Wir sind gespannt auf die Sendung. Also ich freue mich auf den Vormittag, aber eine gewisse Anspannung ist nicht zu verleugnen. Erstes Anschnuppern im VIP-Raum. Als Rudi vor anderthalb Jahren das letzte Mal bei volle Kanne war, haben sie sich noch geduzt. Ob Rudi das noch weiß? Du oder sie? Wir haben uns geduzt von letztem Mal im Garten. Im Garten? Ja gut, dann bleibt es dabei. Also du geht. Tochter Betty weicht ihrem Vater nicht mehr von der Seite. Bettina Michel ist froh, dass seit Dienstag die Krankheit öffentlich ist und er jetzt auch selbst darüber sprechen kann. Montagabend habe ich irgendwann mal geweint, weil ich gedacht habe, also wir haben diesen Tag ja herbeigesehnt. Und dann war es so kurz davor und habe ich gesagt, ach du ahnst es nicht. Ab morgen wird alles anders. Also ab morgen ist nichts mehr so, wie es heute war. Weißt du, das ist dann, okay, es weiß jeder, es ist auch gut so. Also, Rudis bester Freund Werner Hansch ist überzeugt, dass Rudi seine Sache heute gut machen wird. Wir haben ja gesehen, er ist ja auch im Grunde ein Medienprofi. Ja, das gehörte ja jahrelang zu seinem Beruf, muss man heute sein. Und ich glaube, auch er wird diese ganze Geschichte hier sehr locker und professionell durchstehen. Wie geht's euch denn jetzt? Und Rudi selbst macht sich lustig über die Aufregung um ihn herum. Endlich geht's los. Normalerweise ist die Sendung live. Heute gibt es ausnahmsweise eine Aufzeichnung. Schönen guten Morgen zu einem wirklich sehr außergewöhnlichen Frühstück. Er war schon ein paar Mal mein Gast, heute kommt er aber unter komplett neuen Vorzeichen. In dieser Woche geht Rudi Assauer mit seiner Alzheimer-Erkrankung an die Öffentlichkeit. Jetzt sprechen wir mit ihm über den schweren Weg in eine ganz neue Lebensphase, die wir fast von Anfang an exklusiv mit der Kamera begleitet haben. Die wichtigste Frage zuerst. Wie geht's dir heute? Gut. Einfach gut. Ist ein guter Tag. Ja, nicht nur ein guter Tag, hier zu sein und auf der anderen Seite geht's mir sehr gut, ja. Alte Bilder aus Rudis Fußballleben. Selber spielen kann er nicht mehr. Den Managerposten bei Schalke ist er längst los. Aber die spannende Frage bleibt, erinnert er sich noch an die Zeiten, als er der erfolgreiche Macher, der Macho, der Manager war? Was war für dich das Größte in deiner Fußballerkarriere, wenn du die Bilder jetzt gerade noch mal vor Augen geführt bekommen hast? Das Größte, das war das Spiel hier, das auch gerade gezeigt worden ist und besprochen worden ist darüber. Das, UEFA-Pokalfinale, das war wirklich ein Riesending, ja. Wir haben auch ganz, ganz viele Zuschauerfragen bekommen, viele, die wirklich Kraft wünschen. Und Klaus-Erik Fiel, einer von vielen, die sagen, was für eine heimtückische Krankheit, wenn einem die Festplatte da quasi gelöscht wird. Du hast es ja auch in vielen Interviews so ähnlich ausgedrückt, Rudi. Was machst du, wenn es mal so eine dunkle Stunde gibt? Glaubt man dann ans Schicksal, an Gott? Man muss das an die Seite legen und dann durchgehen. Geschafft. Anderthalb Stunden Sendung liegen hinter ihm. Nicht nur Rudi ist erleichtert. Exklusiv hat volle Kanne-Redakteurin Steffi Schmidt den erkrankten Rudi Assauer für eine ZDF-Dokumentation ein Jahr lang begleiten dürfen. Es bringt einen natürlich zu vielen Überlegungen über sehr existenzielle Dinge im Leben. Insofern ist das schon was Besonderes gewesen und vor allen Dingen ist es eine große Ehre für mich gewesen, dass ich das machen durfte. Oh. Zurück die große Ehre. Sie sind ja süß. Ja. Noch eine Ausnahmezigarre im Studio zum Abschied mit dem Moderator. Seinen Weg ins Vergessen kann Rudi nicht mehr aufhalten und wahrscheinlich ist dies sein letzter Fernsehauftritt. Aber Rudi Assauer kämpft weiter. Ich hab jetzt nicht zugehört. Sie hat gesagt, es war ganz toll. Es war tief.